zusammen. Ich bereite jetzt schon mal unser Abendessen vor. Auch heute habe ich mir ein Gericht überlegt, was man sehr gut vormittags, mittags schon vorbereiten kann und abends dann fertig machen kann. Genau, wir machen heute ein Kartoffel-Spinat-Gratin mit Feta-Käse. Und dazu mache ich nachher, mein Mann, der möchte mit Feta, also mit Schaf- oder Ziegenkäse, ich gucke mal, was ich noch da habe, gefüllte Rinderfrikadellen. Und ich mache mir, glaube ich, ein Stück Fisch dazu. Genau, also wir bereiten unseren Gratin vor. Ich habe hier ein paar Kartoffeln, da können wir mal gucken, wie viele wir gleich nehmen. Die werden geschält und in möglichst gleich große Stücke Scheiben geschnitten. Und dann werden wir die schichten, beziehungsweise ich gucke mal, ob ich sie so hintereinander aufstellen kann. Da packen wir den Spinat dazwischen und ein bisschen Feta-Käse dazwischen. Salz, Pfeffer machen wir dazu und den Rest würzen wir dann über die Soße, die wir uns gleich noch machen. Ich habe mir ja von Chris Kind eine Gemüsereibe gewünscht. Ich hoffe, dass ich sie kriege, damit ich jede Gemüsescheibe in der gleichen Dicke habe. Ich habe mir nämlich auch mit meinen Mädels schon mal Kartoffelchips selber gemacht. Dafür wäre die auch fantastisch, um jede Chipsscheibe in der gleichen Stärke zu haben. Das wäre jetzt hier auch echt vom Vorteil. Und ich glaube, es geht schneller. Vielleicht war ich ja ein liebes Mädchen und das Christkind beschenkt mich mit dieser Gemüsereibe. Möglicherweise. Das hier ist jetzt sogar ein Gericht, was ich nicht doppelt kochen muss, weil meine Mädels wirklich momentan noch nicht so auf diese Milchalternativen abfahren, wie ich es tue. Gut, ich wurde dazu gezwungen, genötigt, da Alternativen zu finden zur Kuhmilch, weil ich sie nur wirklich nicht mehr darf. Und Kuhmilch ist gar nicht gut für den Darm, das verklebt es sogar, ist nicht sehr gut zu verdauen. So, ich gucke mal, ob mir das jetzt hier schon langt. Und da auch noch mal ganz kurz wegen dieser Kuhmilch. Ich habe ja anfangs in meinen Gerichten habe ich mit Schafsmilch gearbeitet. Die Schafsmilch ist aber der Kuhmilch sehr, sehr ähnlich. Und ich war letztens wieder beim Arzt und der hat wieder so einen Ernährungscheck gemacht oder Lebensmittelcheck mit mir. Und da ist jetzt halt auch leider wieder rausgekommen, dass die Schafsmilch für mich auch nicht so gut ist. Ich bin jetzt bei der Ziege wieder, weil Ziegenmilch der menschlichen Muttermilch sehr ähnlich ist und somit viel besser verträglich oder bekömmlich, also wesentlich gesünder für den ganzen Magen-Darm-Trakt, als es die Schafsmilch ist. So, was wir jetzt hier machen, ich lege mir das hier schon mal gerade so ein bisschen flach aus und salze das schon mal. Ein bisschen. So. Ich habe heute tiefgefrorenen Blattspinat genommen. Ihr könnt selbstverständlich auch frischen nehmen. Bei dem tiefgefrorenen achtet nur darauf, beziehungsweise ist ein Arbeitsschritt sehr wichtig, wenn der aufgetaut ist, dass ihr den ausdrückt, dass dieses ganze Gefrierwasser oder Auftauwasser eben weg ist und wir wirklich nur den Spinat als solches verarbeiten. Das machen wir jetzt einfach hier so. Genau. Ja, das schaut so ganz gut aus. Ich glaube, ich mache mit Kartoffeln weiter und den Feta drücke ich da gleich zum Schluss ein bisschen rein. Achso, und worauf ich ja hinaus wollte, ist, dass ich hier benutze ich gleich 100%ige Mandelmilch, aber da ich das hier auch mit Gewürzen sehr nett mache, wir machen ein bisschen Salz, Pfeffer, Muskat, dann gucken wir mal, was wir da noch so dran machen, dann schmeckt die das gar nicht. Und wenn ich hier mit dem Käse mache, dann können das fantastisch meine Kinder auch mitessen. Und ich bin hier jetzt nicht gezwungen, noch eine Alternative dazu zu machen, damit hier jeder heute Abend satt wird. Musik.
an Feta-Käse und dann machen wir zusammen jetzt drüben in einem Topf das Süßchen und dann mache ich sogar, ich glaube, das habe ich mir gerade überlegt, weil ich bei so Gerichten, ich habe immer Angst, dass mir die Kartoffeln noch hart sind. Ist noch nie passiert, weil ich halt immer auf Nummer sicher gehe, ich mache die jetzt gleich schon in den Backofen. Wir haben es jetzt 2:30 nachmittags und ich habe wirklich vor, das erst heute Abend 18 Uhr, 18:30 zu machen, also zu essen mit meinen Kindern, mit meinem Mann. Und dann mache ich das jetzt gleich schon mal für eine Dreiviertelstunde, 50 Minuten bei abgedeckt bei 160, 170 Grad im Backofen und mache das dann nachher nochmal für 35, 40 Minuten auch nochmal im Backofen. Das sage ich euch aber dann, wie ich es dann tatsächlich gemacht habe, also die genauen Daten. Und dann gehen wir rüber und machen jetzt das Süßchen fürs Gratin. Ich mache ein kleines Stück Butter in den Topf. Hier machen wir mal auf, nee, auf 5. Ich mache Mandelmilch dran. Ich mache einen Schluck Wasser dazu. Okay. Mandelmilch geht nur einen Schluck. Okay. Dann würzen wir mit einem Kaffeelöffel. Glutenfreie Rinderbrühe habe ich hier. Machen trotzdem noch mal ein bisschen Salz dran. Pfeffer. Und Muskatnuss. Ein bisschen höher drehen. Ihr könnt auch die Soße hier mal probieren, das darf ruhig schon recht würzig sein. Ihr könnt auch, wenn ihr mögt, hier noch ein paar Kräuter dran machen. Ich mache noch ein kleines bisschen Brühe dran. Und ein bisschen Pfeffer. Dann lasse ich es kurz aufkochen. Und dann kommt das über unsere Kartoffeln. Wir geben jetzt die ganze Soße hier drüber. Den Backofen könnt ihr schon anmachen auf 180 Grad. Bin am Überlegen, ob wir überhaupt alles brauchen. Nee, ich lasse es so. Ich mache gar nicht mehr Soße rein. Dann reiben wir uns jetzt noch ein bisschen Ziegenkäse oben drüber. Den habe ich jetzt vom Rewe, von der Frische Theke. Der riecht richtig mild. Wir wollen ja ein richtig schönes Gratin, also brauchen wir auch viel, viel Käse obendrauf. Das ist auch mit einer der Gründe, warum wir unser Gericht jetzt erstmal abdecken im Backofen. Dadurch, dass wir es abdecken, können wir auf 180, 190 Grad sogar hoch, ohne dass uns der Käse so schnell dunkel wird. Und ganz zum Schluss heute Abend, so die letzten 10 Minuten, würde ich den Deckel abnehmen
und gucken, dass mir der Käse noch schön goldbraun wird, wie man das halt möchte. Kartoffeln sind im Ofen. Wir widmen uns unseren gefüllten Frikadellen, die man auch fantastisch schon über den Tag vorbereiten kann und abends einfach in der Pfanne fertig backen. So, hier muss ich allerdings dazu sagen, diese Frikadellen mache ich jetzt nur für meinen Mann und für meine Kinder, weil mir wurde leider das Rindfleisch auch gestrichen. Ich habe momentan etwas mehr Bauchprobleme wie eh schon. Ich esse heute Abend ein kleines Stück Fisch. Hier habe ich 550 Gramm Rinderhack. Da machen wir ein Ei dazu, möglichst ohne Schale. So. Was für die Finger. So. Ich salze. Da kommt noch Pfeffer dazu. Ich mache gerne Paprika edelsüß hier dran. Und wie gesagt, weil es nicht für mich ist, mache ich hier Schnittlauch dazu. Das mögen die sehr gern. Paprika darf auch ordentlich dran. Und das Schnittlauch. So, okay. Dann geht's ans Kneten. Wer möchte, kann hier auch ein bisschen Semmelbrösel dran machen, dann werden die ein bisschen fluffiger. Versuchen wir mal so viel Hackfleisch hier in der Schüssel zu lassen, wie geht. Finger ein bisschen sauber machen und dann schnibbeln wir uns den Feta-Käse. Holen uns ja assistenzmäßig unseren Teller, wo wir dann die Frikadellen drauflegen, bis die heute Abend dann in die Pfanne kommen. Ich mache das dann mit einem Tuch drüber, also beziehungsweise Alufolie oder Frischhaltefolie, und dann kommt die bis heute Abend ja nochmal in den Kühlschrank. Hier habe ich noch ein kleines Stück Feta von vorhin, von meinem Kartoffelgratin. Ich nehme hier noch ein Stück mit dazu. Eins ist fertig. So, meine Vorbereitungen sind abgeschlossen für heute Abend. Meine Kartoffeln sind im Backofen, die lasse ich auch da drin. Die waren jetzt eben schon 50 Minuten, 55 Minuten im Ofen. Da ist die Kartoffel schon mal ein bisschen weich geworden. Meine Frikadellen sind im Kühlschrank, die warten auf die Pfanne. Meine Küche ist sauber. Und dann zeige ich euch nachher natürlich, wie mein vorbereitetes Abendessen dann auf dem Teller ausgesehen hat. Lasst mir einen Daumen da, kocht's nach, sagt mir, wie es euch geschmeckt hat. Und wenn ihr wollt, ich würde mich sehr drüber freuen, abonniert doch meinen Kanal und dann könnt ihr immer mal sehen, wenn ich was Neues gekocht oder gebacken habe. Ich würde mich sehr freuen über ein Feedback von euch. Und dann wünsche ich euch einen ganz tollen Abend, super leckeren Appetit, lasst es euch schmecken. Mein Hund wartet, wir müssen jetzt Gassi. Also einen schönen Nachmittag, schönen Abend noch. Macht's gut. Ciao.